Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Ys Origins in Tone Run. Und wir stehen vor der ersten Bustür, die wir jetzt auch öffnen werden, da wir das Beast-Medaillon haben. Na, dann wollen wir mal sehen, wie wir uns gegen den ersten Boss-Gegner schlagen werden. Die Türe öffnet sich und wir können eintreten. Die Beast-Kammer. Ja, die große böse Arena. Dieser Raum. Es sieht so aus, als ob er dazu gedacht wäre, eins von Zavas größeren Wachhaustieren zu halten. Und da hat er auch fast recht. Da kommt nämlich... Ich liebe die Bossfight-Musik. So, das ist also eine der sechs großen Dämonen, die Ys belagert haben. Schade, dass es nun seinen Meister gefunden hat. Ich kann fühlen, wie seine Kraft den Raum unter Strom setzt, aber bald wird diese Kraft meine sein. Melagander, das gigantische Biest. Ja. Und als Ton ist er sogar noch ein bisschen härter. Als Monika. Ja. Müssen wir auf seine Giftwolken wieder aufpassen. So, jetzt müssen wir hier hochkommen. Ah, das war die falsche Taste. Ich wollte den Boost rein. So. Oh. So, seine... Uah. Wenn ich die Insekten weghauen, bevor er die frisst. Und jetzt müssen wir ihn gleich wieder betäubt haben. Genau. Ah, bis jetzt geht er eigentlich ganz gut. Oh, jetzt macht er wieder den da. Den mag ich gar nicht. Wieder die wegkloppen. Aua. Ja. Genau, der Trick ist nämlich viel leichter als der als bei Unica. Ja. Aua, da sind wir zweimal die scheiß Giftwolke gesprungen. Okay, zweiter Versuch. Wow, da hat uns zweimal mit seinem Laserbeam getroffen. Wow. Sehr schön, Burst. Oh. So, so geht das schon mal viel besser. Wow. Na. Aua, jetzt hat er uns gebissen. Ah, das wird schon wieder nichts, sehe ich jetzt schon.
Wir haben ihn nämlich jetzt gerade mal zur Hälfte runter. Der Riesel. So. Wow. Ein bisschen dashen, das macht die ganze Sache etwas einfacher. Vor allem, wenn er dann seine eigenen kleinen essbaren Viecher weghaut. Ja. Gut, mal dashen können wir richtig. Wenn er... So, jetzt müsste er bald hoffentlich ausfallen. Wow. Genau. Und das reicht nicht, weil er sich einmal heilen konnte. Und wir nur noch 10 Lebenspunkte haben. Das heißt, werden wir einmal jetzt getroffen. Und wir werden einmal getroffen. Und da wurden wir schon vor der Giftwolke getroffen, gleich am Anfang. Da lese ich, wie man das auch erwischt. Komm, kipp um. Genau, so ist gut. So, das machst du jetzt, das machst du deine Kiefer. Und da waren wir schon wieder in der Giftwolke, weil es zu spät. So, genau. Und wieder hin. Knock endlich aus. Nein, ich sagte noch aus, nicht noch Laserstrahl. So. Stirb endlich. Wow, das waren ein paar viele, die er da jetzt verschlungen hat. Wow. Und da habe ich jetzt der Laser die voll erwischt. Ah, wenigstens können wir seinen Franken gut ausweichen. So, genau. So, wieder durch den Booster. Oh, wir haben ihn ausgenockt. Sehr gut. Jetzt sollten wir mal gucken, dass wir das Kleinzeug loswerden. Wow. Und nicht von seinem Strahl getötet werden. So.
So, jetzt noch einmal ausknocken und dann haben wir ihn. Genau. Ja. Jetzt bloß hochkommen. Genau, so. Da haben wir ihn geschafft. Und Level up. Ein würdiger Gegner, aber nicht würdig genug, so wie es scheint. Ich fühle, wie ich selber mit jedem Kampf stärker werde. Es ist so einfach zu sehen, warum die Darklings diesen Weg bevorzugen. Nicht schlecht, Clownmann. Ah, Epona. Genau. Die war sehr amüsiert wohl über den Kampf, nachdem wir zweimal verloren haben. Ich habe verstanden, dass du stark bist und so, aber vergiss nicht, dass Zava wahrscheinlich jeden deiner Schritte beobachtet. Und sie hängt sehr an diesen dicken Viechern. Du weißt schon, das, was du gerade getötet hast. Sie muss damit klarkommen. Dallas hat mir die Freiheit gegeben, Dämonen zu töten, wie ich möchte. Meine einzige Pflicht sind die Göttinnen und die schwarze Perle. Nichts anderes ist relevant. Und alles, was in meinen Weg kommt, wird eliminiert. Ah, du hast Schneid, das gebe ich dir. Ich habe deine Frage an dich, Clownmann. Was ist? Also, hast du zufällig irgendwelche Brüder? Warum fragst du mich das? Also, diese Suchgruppe hat angefangen, den Turm zu durchwühlen. Und einer von denen sieht verdammt so dir verdammt ähnlich. Er ist ein Magienutzer. Hat ein bisschen ein Kindergesicht. Und solche augenähnlichen Dinger, die um ihn herum fliegen. Klingelt es da bei dir? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Aber ich kann dir versichern, ich habe keine Verbindung zu ihm. Okay, dann wahrscheinlich nur meine Einbildung. Er ist aber wirklich ein sehr anstrengender kleiner Typ. Ich habe die Stockwerke unter uns bereits abgesucht. Du solltest zurück zu deinem Gebiet gehen und deine Augen für die Göttinnen offen halten. Ah ja, gute Idee. Ich hasse es, wenn sie an mir vorbeihirschen, während ich nicht hinsehe. Wir sehen uns später, Clownmann. Und da portet sich Epona weg. Sie lässt niemals diese fröhliche Art von sich fallen, oder? Scheint so, als ob nicht alle Darklinge vom selben Schlag sind. Aber ich mag den Gedanken nicht. Ein Zauberer, der mir ähnlich sieht, mit fliegenden, eiähnlichen Vertrauten? Das kann nur ein einziger sein. Yep, wer das ist, werden wir noch herausfinden. Aber für uns geht es jetzt erstmal in
ins Wailing Blue. Okay, hier kommt eine kleine Zwischensequenz. Bevor ich die der loslege, würde ich gerne erstmal wieder einen Cut machen. Also bis gleich.